Hey ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Schnell und Einfach Wahlheim. Ich serviere euch hier schnell und einfach Informationen über Wahlheim. Wir sind ja noch im Düsterwald unterwegs und einer der Punkte, die jetzt noch nach den Tools noch mit dazugekommen ist, ist einmal die Rüstung, einmal Hüpf. Wir haben ja, nachdem man Jagd auf die Trolle gemacht hat, bekommt man jetzt dann auch Sachen von den Trollen. Man bekommt einmal eine Trolleder-Tunika, also ein Oberteil, eine Hose und einen Trollumhang und genauso einen Helm, den man dann aus Trollleder und Knochenfragmenten sich dann zusammenbasteln kann. Also man braucht auf alle Fälle Skelette und Trolle dafür. Ich habe einmal die Ausrüstung hier aufgehängt. Ich nehme sie einmal ins Inventar, so dass man sich das auch angezogen anschauen kann. Ich rüste sie einmal aus und er zieht sich langsam an. Einmal die Tunika und als letztes dann noch die Hose. Die Besonderheit bei dieser Rüstung ist, dass man jetzt Hinterhältigkeit bekommt. Hinterhältigkeit hat was mit der Sichtbarkeit des Charakters gegenüber Gegnern, ob jetzt NPCs oder PvP, dass dieser einen verschleiert sozusagen im Hintergrund, dass man ihn schlechter sehen kann. Umso dunkler es ist in dem Bereich, wo man sich versteckt bzw. herumläuft, umso mehr. Kaffee ist wichtig. Schon die achte Aufnahmesession jetzt. Das nur nebenbei. Dass hier dann sozusagen der Charakter im Dunkeln noch mehr verschwimmt und die Gegner einen weniger sehen können. Zu den Trollen selber, um sie zu erlegen, hatte ich auch schon ein bisschen was gesagt. Die Trolle bewegen sich ja im Düsterwald. Das heißt also, sie sind in ihren Trollhöhlen oder sie durchstreifen den jeweiligen Bereich und somit kann man sie in freier Wildbahn jagen. Das heißt, im jetzigen Stand mit der Bewaffnung, die wir jetzt haben, ist es, dass wir natürlich die besten Pfeile nehmen und das sind zurzeit wirklich die Feuerpfeile, weil sie auf der einen Seite guten Schaden machen und auf der anderen Seite die Feuerpfeile ticken dann sozusagen mit dem Brandschaden zusätzlich noch einmal rum. Ich kann das mal kurz am Beispiel der jeweiligen Giftpfeile zeigen. Also sie haben Stechen, also den normalen Einstichschaden, dass sie dort mit Schaden machen und sie haben einen Giftschaden, der dann über einen Zeitraum von circa 10 Sekunden dann nochmal zusätzlichen Schaden machen und damit kann man sie jagen. Man kann im jetzigen Stand sie im Nahkampf mit der jetzigen Ausrüstung relativ schwer, weil sie sehr massive Angriffe haben. Massive Angriffe, also ob sie mit der Keule schlagen, mit Steinen schmeißen oder auf den Boden schlagen. Das würde also ein Charakter mit Lederrüstung oder auch jetzt mit der Trollrüstung dann so nicht überleben. Das wäre also fatal. Deswegen kitet man ihn ein bisschen durch das Gebiet, probiert Bäume und Steine als Deckung zu nehmen, um ihn dann sozusagen immer wieder mit Pfeilen zu spicken. Man braucht einige Pfeile, so, ja, sagen wir mal, kommt auf den Schützen drauf an, so 20 bis 30 Pfeile benötigt man, bis er dann auseinanderploppt. Und dann bekommt man das Trollleder gedroppt und aus dieser kann man dann an der Werkbank diese wunderbare blaue Rüstung dann machen. Es ist eine der Rüstungen, die jetzt zum Beispiel auf diese Hinterhältigkeit, also auf dieses sich im Gelände verstecken, bekommt. Es gibt noch als Beispiel eine zweite Rüstung, die Wurzelrüstung. Diese macht dann zum Beispiel bei voller Ausrüstung plus 15 auf Bogenschießen, also dass sozusagen der Schaden nochmal um 15 erhöht wird. Sie hat dann zusätzlich noch Giftresistenz und Schutz vor Stichschaden, also Stichschaden, was zum Beispiel von Feinden kommt, wie den
Pfeilen, Messern oder Speeren oder den Adgairs oder Aguets oder wie auch immer sie heißen. Also ich habe da keine Ahnung, ich habe den Namen noch nie richtig aussprechen können. Da ist man dann sozusagen, wird dieser Schaden reduziert. Gut, das zum Thema Trolle und Trollrüstungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.